Reisefreunde, wir sind jetzt heute hier mit unserem zweiten Teil unserer Nordkap-Tour, sind auf dem Weg Richtung Jokkmokk und wollen gleich nochmal abbiegen, ganz spontan, zu Storforsen Wasserfall. Das sind die größten Stromschnellen Skandinaviens, befinden sich in Norrbotten. Der Wasserfall hat eine Fallhöhe von 60 Metern durchschnittlich. Strömen dort 250 Kubikmeter Wasser pro Sekunde talwärts. Im Sommer sind es sogar bis zu 870 Kubikmeter. Die Gesamtlänge ist 5 Kilometer und 82 Meter Höhendifferenz müssen dabei überwunden werden. Es gibt gute Holzstege und ausgebaute Wanderwege und das Ganze ist ein Naturreservat. Es befindet sich auch ein Waldarbeitermuseum dort. Unser Wasser geht jetzt so langsam zur Neige und wir möchten auch mal wieder so richtig schön warm duschen. Darum fahren wir heute auf den Arctic Camping und der ist ganzjährig geöffnet. Die Rezeption im Winter ist allerdings nur von Montag bis Freitag besetzt. Eine Nacht inklusive Strom, Dusche, Sauna, Fähr- und Entsorgung kostet um die 22 Euro. Und es gibt auch einen Fußweg nach Jokkmokk, der ist 2 Kilometer, aber sehr gut zu laufen. Es ist alles sehr sauber und ordentlich. Wir waren dann im Sami-Museum in Jokkmokk. Der Eintritt pro Person betrug 10 Euro. Wir fanden das sehr informativ, das Museum, und sehr anschaulich. Es ist auch ein kleines Restaurant innen, also man kann dort Buffet essen hinterher. Und uns hat das richtig gut gefallen. Es ist nicht zu groß und reicht eigentlich völlig aus. Eishotel in der Nähe von Kiruna, das älteste Eishotel von Schweden. Ja, wir schauen uns das jetzt an und nehmen euch mit. Also hier kann man dann eine Nacht verbringen. Das Eishotel in Jukkasjärvi befindet sich 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis in Schwedisch Lappland und es war weltweit das erste seiner Art. Jeden Winter müssen aus 30.000 Tonnen Schnee und 10.000 Tonnen klarem Eis aus dem Tornefluss neue Zimmer entworfen werden und das Hotel entsteht jedes Jahr neu. Es ist 365 Tage geöffnet, hat natürlich auch normale Zimmer, 127 normale und 55 Eiszimmer. Der Preis für den Eintritt beträgt 35 Euro pro Person. Und das Praktische daran ist, diese Eiszimmer tauen im Frühjahr dann weg und fließen wieder in den Fluss zurück. Wir haben dann auch einen tollen Stellplatz am Sami-Museum gefunden für die Nacht. Das ist ungefähr 2 Kilometer von dem Hotel entfernt. Stopp betätigen und jetzt haben wir natürlich nur halb voll Wasser und wir müssen heute Gas tauschen, ist wichtig. Ja, mal sehen, ob es klappt. Wie geht's?
überqueren jetzt einen zugefrorenen Fluss und fahren dann tatsächlich wohl ein Stück durch Finnland. Vor dem Nordkap in Skarfsvag änderte sich plötzlich das Wetter. Es zog zur Nacht ein Sturm auf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Wir wurden durchgerüttelt und alles hat gewackelt und wir hatten wirklich Angst, dass uns die Dachluken da rausfliegen oder schlimmer noch, dass die Kabine kippen könnte. Wir haben sie dann in den Wind gestellt und zusätzlich noch die Stützen ausgefahren und haben dann aber wirklich kaum geschlafen. Aber die Nacht dann doch ganz gut überstanden.